sorry. The number you have dialed is not in service at this time. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Special. Ja, es ist wieder soweit, In Any Case startet wieder und wir beginnen die Woche mit einem China-Special. Alle drei folgenden Fälle spielen in China und in China hat 2015 im Zeichen der Holzziege begonnen und in diesem Sinne wünsche ich euch auch ein schönes neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, habt das Jahr gut überstanden. Und dann würde ich sagen, beginnen wir doch direkt. Der erste Fall ist schon ein brisanter, unfassbarer Fall. Der Mann, um den es geht, ist ein Serienmörder. Er ist als das Monster, das Schreckensgesicht von China bekannt geworden. Ein krankes Monster. Er hat seinen Sohn verlassen, als er noch klein war, ist abgehauen und reist als Arbeiter durchs Land und arbeitete als Dachdecker, als Handwerker. Und tourte mit einem Rad von Provinz zu Provinz. Doch irgendwann reichte es ihm nicht mehr und er ist komplett abgedreht. Er hat im Laufe seiner Reisen hat er Brandstiftungen begangen. Er hat angefangen Schlägereien zu machen. Er vergewaltigte mindestens 23 Leute auf seiner Reise. Also begann er mit einer Räuberkolonne, einer kleinen Sekte, begann er durch das Land zu ziehen und führte Diebstähle durch, er brach in Gebäude ein. Und zettelte, wie gesagt, Schlägereien an. Dabei ging er brutal und kaltblütig vor. Es war eine regelrechte Amok-Tour, die er durch das Land zog. Er erdrosselte Huren, er vergewaltigte Kinder. Er hat Menschen getötet und das auf eine ganz besondere und grausame Art. Denn er überfiel sie in der Nacht und erschlug sie mit Hämmern, mit Schaufeln oder sogar mit Äxten. Das Besondere daran ist, dass er alles festhielt. In einem kleinen Theaterbüchelchen schrieb er quasi einzelne Stücke auf, wie er die Morde durchführte. Er verging sich nach seinen Verbrechen immer wieder an den Opfern und erst 2003 konnte er durch eine Razzia festgenommen werden. Zur Identifikation musste sein Sohn ihn identifizieren, der ihn 12 Jahre lang nicht gesehen hatte. Und der Sohn musste noch etwas weiteres tun, und zwar musste er 12 Cent, das sind 1 Yuan, wenn ich das richtig ausspreche, musste er bezahlen, und zwar für die Kugel der Hinrichtung. Eine Pistolenkugel im Wert von 12 Cent muss er bezahlen für die Hinrichtung seines Vaters wegen der Anklage Mord. Das war der erste Fall, ich finde ihn schon sehr skurril und sehr abgedreht. Aber ob der wirklich wahr ist, das entscheidet ja ihr jetzt. Das ist einer von drei Fällen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein und denkt immer daran, passt auf euch auf, denn jeder könnte ein Mörder sein.